Grüezi, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier weiter bei Ages of Winter. Wir haben ja kurz zum Feuer, links die 90er Monolithen gemacht. Und es gab ja ziemlich wenig zu tun. Also, langsam müssen wir einfach diese Empowered Monolithen haben, damit wir einfach die Drop-Chancen haben. Jetzt versuchen wir einfach in Ages of Winter nochmals das Divation Amulett zu holen, was uns einfach besser bringt, dann durch eben den Feuermonolithen und da oben Last Ruin, die letzte Ruine. Jo, weil der Boss dort wird nicht besiegbar sein, ein Amulett. Der Bait ist einfach zu mächtig auf Amulett und die zwei fehlenden gleichen Götzen, genau. Jo, die haben jetzt auch noch nicht die richtigen Unterdinge. Die sind, glaube ich, mit Blockchance oder so. Ja, auf jeden Fall Block-effizient ist, glaube ich. Ist jetzt gerade für mich jetzt nicht so wichtig, weil, ja, okay. Schnelleres Blocken ist es, glaube ich. Oder effektiveres Blocken. Irgendwie so das. Manchmal in Millisekunden wichtig, manchmal nicht. Kanalisiert. Hey, was macht ihr hier? Hallo, Party Time, hey. Jo, das bringt mir ein bisschen zu einem Thema, das ich gerne ansprechen will in diesem Part. Ich habe schon ein bisschen vorgedacht. Mach ich sonst nie. Und zwar eben diesem sozialen Engagement, was manchen Leuten einfach sehr viel schwieriger fällt heutzutage. Man sieht es vor allem in der Schweiz. Es wird nur noch über Net behandelt, aber es werden keine Freunde mehr für uns. Ständig dieses, oh, wie geht's dir? Und oh, ah, siehst du wieder gut aus und so Sachen. Ist halt wirklich ein bisschen zu weit jetzt schon langsam, dass man einfach nicht mehr diese Nähe findet, oder? Keine Freunde mehr, keine Lieben mehr, nichts mehr findet. Und alle hocken nur noch am PC und spielen Last Epoch. ist halt schon ziemlich doof, oder? Es gibt irgendwie aber zwei Seiten. Bei mir ist die sportliche Seite halt sehr ausgewogen, sehr effizient und so. Dort finde ich mega Kollegen. Und online so, ja, nach einem Tag, wer wärst du? Wer bist du schon wieder? Und so weiter. Ist halt schon ein bisschen so, halt, wie eine Sozialphobie vor allem, oder? Du willst, aber andere wollen nicht. Und, jo, die Reaktion drauf, ich kann wie nicht gut drauf reagieren. Weil zum Beispiel YouTube auch, das ist schon seit Monaten immer schwieriger, überhaupt Aufrufe zu erlangen. Der ganze Algorithmus ist sowas von kaputt in YouTube, dass du nach 5 Stunden einfach keine Aufrufe mehr hast, weil deine Freunde nicht mehr schauen. Und neue kommen ja sowieso nicht, weil der Algorithmus tot ist. Was soll ich dazu sagen? Nichts. Ich mache einfach weiter. Aber bekomme ich auch wieder mal Aufrufe nach 20 Tagen oder so? Ich glaube nicht, nie mehr. Ich habe so ein gutes Video von Pixelmon, mega gut gewesen und jetzt einfach keine Aufrufe mehr. Und das hat über 500 Zuschauer, das ist für mich in meinem, mit einer Größe, mit meinem Einfluss von Fans oder eher von, ja, durch die Fans gerierte Aufmerksamkeit, oder? Da schon sehr mickrig. Also das ist wahnsinnig, wie wenig Zuschauer ich bekomme, die neu sind. Und das ist einfach nur Schuld von diesen blöden YouTube-Mitarbeitern, die wirklich nichts können. Wirklich nichts. Tja, nochmals ein Unique. So, aber wir bekommen halt immer nur Schrott. Also wann bekomme ich das Amulett denn über? Ich habe ein Amulett jetzt bekommen, aber nö, muss natürlich schlecht ausgerollt werden. Das ist halt in diesem Spiel schon, man muss elend grinden, bis man ein bestimmtes Unit hat, endlich mal. Also ich müsste jetzt eigentlich einen neuen Charakter machen. Ich bin da schon dran, bei 2 sogar.
Aber ich kann es mir nicht zeigen, weil es für euch auch nicht interessant genug ist. Oder? Ihr wollt das halt einfach nicht sehen. Die Aufrufe, die wirklich Low-Level-Charakter beinhalten, die sind nicht gut. Ich kann es einfach nicht zeigen, weil jo, für mich bringt es überhaupt nichts. Oder? Also ich möchte es zeigen, aber es ist wie, jo, es geht zu lange, es macht überhaupt keinen Spaß. So. Und eben die Belohnung bekommt man auch nicht übel. Ich habe da meistens nicht zu reden oder ja. Was auch nicht. Die Story ist halt einfach nicht gut. Am Spiel. Am Spiel ist gut, wie man halt einfach Freiheit hat, oder? Es ist ein freies Spiel. Man kann dort farmen, wo man muss, beziehungsweise will sogar. Und die Items erzählen Geschichten, die Drops. Und nicht irgendwie die Story. Wenn die Story gut wäre, dann würde ich die Story machen und nicht die Items fahren. Sozusagen, oder? Und ja, einmal oder zweimal ist auch natürlich sicher. Dann ist es auch wieder langweilig. Keine Ahnung, es ist halt ein Hack and Slay. Da tut man Dungeons farmen. Und in diesem Spiel gibt es nur 3 Dungeons. Das ist... Jo. Ich möchte eben das Spiel noch mehr... Ich möchte noch mehr Spaß finden am Spiel. Aber was bekommt man? Die Items werden seltener. Du bekommst nicht mehr so viele Upgrades. Und das Spiel ist dann wieder langweilig. Also das mit dem den Monolithen halt größer sind und macht noch Spaß. Und sonst empowered, genau, ist das Wort. Das ist so ein schweres Wort, wo man nie hört, nur in Last Epoch. Jo, und deshalb, jo, ich weiß nicht, wie lange habe ich überhaupt noch Lust auf Last Epoch, wenn es nicht ein Update kommt. Wenn das Update kommt, habe ich wieder Lust, aber es muss endlich im Endgame was passieren. Es ist ja mega langweilig sonst irgendwann mal. Feuerschaden über Zeit brauche ich eigentlich nicht. Und Elfenschaden nicht. Heil auf Rüstungen holt man, glaube ich, gar kein Ding. 12 Verderbnisse, das mache ich, glaube ich. 14, okay, dann mache ich das. Gut, aber ob wir es schaffen? Keine Ahnung. Fragt sich der Frage. Fans. Noch gar nicht die Sounds in diesem Raum zu machen. Das ist ein bisschen zu laut. Ja, ich habe schon Runde gemacht. Irgendwie hat sich einfach der Entwickler von der Soundcard oder so gedacht. Ja, komm. Machen wir alles nochmal runter. Machen wir alles wieder hoch. Genau. Weiß auch nicht, was die Hardware-Entwickler immer Falsches machen müssen. Die können doch das mal lassen, weil ich habe immer zu steile Sounds. Aber YouTube macht nicht alles lauter. Und natürlich die Sprache auch viel leiser, oder? Ich weiß es auch nicht, was mit meinen Sounds so ist. Müsste ich einfach bei mir halt ein bisschen lauter stellen. So. Gut. Ich denke, es ist so gut, weil ich will nicht höher als gelb, oder? Also ich will nicht ins Gelbe kommen überhaupt. Das sind jetzt doofe Gegner wieder. Ich weiß nicht, ob die Gegner sind ein bisschen zu übertrieben. Nicht vom Schaden her, sondern von der Defensive und von der Angriffsgeschwindigkeit, vom AOE. Alles mögliche übertrieben. Hier, Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit für Nahkampf, für Einhand. Okay, nehme ich mit. Ich wollte mal noch ein Speerbeet machen. Ist, glaube ich, ein Void Knight oder ein Forge Knight. Amboss-Wächter, aber ja. Ich weiß es nicht. Ich sammle, also ich habe ja noch keine Speere gesammelt. Ja, nie keine einzige Lootfeder, das anzeigt und so. Ja, werden wir dann mal sehen, was wir noch machen können. Also eine, das ist ein heilender Handpaladin, werden wir noch machen. Ich werde wahrscheinlich diesen Bild dann umändern und dann haben wir auch nochmal mehr Spaß. Und ich muss echt schauen, ob ich überhaupt streamen kann, weil die Hitzeentwicklung ist in diesem Spiel halt schon groß und mit Streams noch größer. Funktioniert halt einfach nicht richtig. Können wir nichts machen.
Gesundheit. Kältewiderstand. Kältewiderstand und Gesundheit 4%. Nämlich ziemlich gut. Was will ich mit der Rüstung? Die habe ich nie getragen. Bis auf Level 40 oder so. Yes. Meine Damen. Meine Herren. Was ist denn los? Wieso werde ich wieder getrollt? Ich will da Spaß finden und das Spiel sagt so: Nö, Spaß ist nicht da. Ich muss ein extra DLC kaufen. Nein, ein Game as Service für 14 Euro pro Monat. ich habe ja Probleme mit Elder Scrolls Online, aber dort müsste ich vielleicht die 14 Euro zahlen oder 10 Euro sind es, glaube ich. Also. Auf jeden Fall ein Spiel geht. Auch doch nicht irgendwie jedes Spiel dann plötzlich. Vor allem, wenn man nicht online spielt. Für mich ist 14 Euro pro Monat, wenn man online irgendwie ja ziemlich viel machen kann und so, ziemlich geil noch. Aber nicht irgendwie ein Singleplayer-Spiel. Für mich ist es zum Beispiel FIFA, ist doch meistens Singleplayer, oder? Okay, man spielt schon online gegen andere Leute oder so, aber hauptsächlich Singleplayer, oder? Wieso soll ich das ausgeben? Ich habe da schon zu wenig Geld, um überhaupt Spiele zu kaufen. Und dann noch Netflix. Netflix ist auch wieder teurer geworden. Meine Güte, man muss nur noch Geld ausgeben heutzutage. Und Last Epoch spiele ich schon seit 4 Jahren kostenlos. Und beklage mich, weil es zu wenig Dropchancen gibt. Ja. Also, ich meine ja. Es gibt halt viele Dropchancen, die einfach blunder sind. Wo ist denn der Loot 2.0 in Last Epoch? Ich spiele vielleicht wirklich Diablo 4 wegen dem Loot 2.0. Aber auch nur, weil ich schon habe. Ich habe noch nie gespielt über den Charakter. Auswahl-Bildschirm, weil das Spiel immer abgestürzt ist. Es funktioniert übrigens wahrscheinlich jetzt. Aber ich muss das zuerst austesten, sonst kommt es halt einfach nicht. Ab dem 14. Mai ist es übrigens das 2.0 Update. Und ich weiß gar nicht, was alles neu ist. So, eine Zone wieder mal. So, probieren wir doch mal den Robis. Aber er könnte uns vernichten, wirklich vernichten. Wir werden einfach versuchen und dann zum nächsten gehen, vielleicht mal zu einem 12 noch gehen. Was ich eigentlich will machen, ist die Dropchance noch haben für ja, das Amulett, oder? Und das. Okay, das ist gut. Das ist gut. Weil das ist ziemlich schwach. Das habe ich letztens auch gehabt, wo ich auf 9, glaube ich, diese Dropchance gemacht habe. Hey, der greift mich so an und das ist mega stark. Okay, das ist nicht so gut gegangen. Boah. Du betreibst gerade diesen. Okay, das ist auch gut, wenn das drin ist. Ich hau mal ab. So. Ich will ja nicht sterben. Das Problem ist einfach, wir haben halt einfach zu wenig Damage. Ja gut, dankeschön. Dann muss ich einen Heiltrank finden. Wie sie einfach aufsparen noch können. Ja, er spammt halt ständig. Das ist das Problem. Boah. Ich sehe ja nicht mal etwas. Der hat so einen Ding-Effekt. Schwarzen Void-Effekt, dass man einfach nicht sieht. Jetzt habe ich nicht vergessen. Das ist schon übertrieben. Also es ist einfach so brachial übertrieben. Ja, was soll ich jetzt tun? Kann ich ja nicht attackieren? Nein. Hey, wieso hat er mich jetzt umgebracht? Er hat vorher noch irgendwie getroffen mit einem anderen Ding. Ist viel zu übertrieben. Komm, wir gehen rüber. Oder wir suchen hier nochmal nach dem Amulett. Hier mal runter. Ich brauche das Amulett und das droppt halt hier. Meine Güte. Ich könnte aber auch zum Age of Dragon gehen. Ja. Wieso kommst du jetzt? Mann, ich werde nicht in Ruhe gelassen von übertriebenen Gegnern.
Also das ist wirklich, jeder sagt, die Bosse sind viel zu übertrieben. Also dann macht doch das mal endlich mal weg. Liebe Entwickler, ihr seid Faust. Ihr seid einfach die fausten Dinge auf der ganzen Welt. Nicht mal richtig Updates könnt ihr bringen. Ja, zwei Frachterklassen. Fertig. Meine Güte, das mache ich an einem Tag. Ohne Schlaf. So, das ist einfach wahnsinnig. Okay, das Texturieren geht länger und das Animieren, aber es ist halt einfach extremst. Sie sind zu Hunderte. Und machen nicht vorwärts. Arbeiten wahrscheinlich nie. Kaffee trinken. Aber es ist halt wirklich. Ja, wie das Spiel einfach innerhalb von ein, zwei Jahren zerstört wurde vom Feeling. Man ist ein, zwei Jahre am Warten auf guten Content und er kommt einfach nie. Das ist das Hauptproblem, oder? Ich Let's Play das ja schon seit drei, vier Jahren, oder? Und, also seit Anfang an. Also seit vier Jahren. Und trotzdem ist halt wirklich zu wenig passiert. Ich möchte gerne Content sehen, der nicht kommt. Die Dungeons sind auch so, okay, nice to have, ja, weg, nicht mehr Dungeons machen, so Sachen. Die Kampagne auch, ja, musst du nicht fertig machen, musst du nicht Akt 9 fertig machen. Akt 8 auch nicht. Das sind so Sachen, die halt einfach, ja, es macht eben sehr viel Spaß, dass es dadurch, dass es halt einfach immer wieder so ein bisschen innovativ ist und immer wieder das anders spielen kann. Wenn man wieder neue Items findet. Es ist schon motivierend, aber es geht auf den Keks, wenn halt irgendwie nichts passiert. Du hast es hier schon die ganze Zeit, dass du neue Items findest. Und dass du irgendwie neue Gebiete siehst und so, aber es reicht nicht aus. Es reicht einfach nicht aus. Der Spielspaß ist nicht da, es ist eine heftige Arbeit. Also es, der Spielspaß ist schon hier, aber nur auch zu einem gewissen Punkt, dass du einfach sagst, ja, du wirst nicht arbeiten dafür, du wirst nicht ständig nur, jo, grinden. Genau das ist das Wort, das ich nicht weiß. Ich kann nicht grinden. Ich möchte erleben. Ich möchte eine Story nebenbei haben. Ich möchte nebenbei, so, irgendwas im Charakter sehen. Soll mal reden. Ah ja, ich tue übrigens nochmal Sacred spielen. Aber wahrscheinlich nur in der normalen Version, weil die Mods viel zu übertrieben sind. Also da müsste man auch ständig grinden, mit anderen Spielern zusammenspielen und so. Und das geht ja in Sacred 2 auch nicht mehr. Sacred 1, ja, ich könnte es spielen, aber sieht halt einfach nicht gut aus, weil auf die Auflösung nicht stimmt und alles Mögliche. Ich muss mal schauen wegen Mods, genau. Mache ich Sacred 1 vielleicht auch zuerst. Siegel der Hoffnung, brauche ich das? Boah. Meine Güte, tut der PC wieder explodieren. Verbrennen. So. Okay, zwei von denen. Was sind alles die Pracht? Drei sogar von denen. Ich bekomme für andere Bits einfach die coolsten. Liebe. So. Also es sind wahrscheinlich die Gegner-Effekte, die vor allem den Gegner den PC heiß machen. Ja, das ist gut, Schutz. Plus HP gut. Ja. Schutz allein mit Schaden, Blitzschaden ist nicht so gut. Es ist immer noch das Gleiche. Was reden die so viel? Kann mir mehr im Lagon helfen? Nein, ich kann nicht helfen. Ich bin zu schwach. Nein, also der Lagon in den Monolithen schaffe ich wahrscheinlich doch noch nicht. So, ja, eben das Legendary. Okay, das sind wieder die so viel Schaden machen. Diese, sag schon. Legendary herstellen wird noch schwierig sein, oder? Weil man ja viel zu viele Affixe braucht. Muss man noch craften und so, vorcraften alles. Ist ein bisschen doof. Aber wenn man die Empire und Monolithen schafft, dann auch ohne Legendary Items. Es wird wahrscheinlich schon vorwärts gehen, aber
Ja, ich denke, ich tue mal wieder Livestream dazwischen. Einfach ein Part, wo dann der vom Livestream ist. Schauen. So viel Stärke, ne? Okay, das Amulett ist gut. Aber nicht so gut wie uns. Das ist zu wenig, hä? Auch gar nicht Stärke. Kein einziger B benutzt Stärke, oder? Gibt's ein B, der auf Stärke basiert? Hey, was ist denn los mit den Gegnern plötzlich wieder? Habe ich jetzt eigentlich Krapton verloren? Ich bin ja gestorben. Sieht man nicht. So, okay, zick. Das ist wieder ein neues Set. Ja. Boah, wie viele Widerstände. Krass. Nahkampfangriffsgeschwindigkeit mit erhöhte. Ich nehme das mal mit, aber ich brauche es wahrscheinlich nie. Also was ist das für ein Zwick? Zerik Sabge. Ist Zerik nicht das andere Set da? Also das andere Set-Teil, das ich immer wieder finde. Ich habe es noch nie... Ich glaube, die habe ich noch nie gefunden. Ja, so eben, man spielt ja nicht so fies oft, dass man alles immer findet. Und dass einfach dieses Item jetzt einfach mal das erste Mal findet, aber es ist ein altes Set. Es gibt gar keine neuen Sets, glaube ich, oder? Ja, man ist einfach nicht informiert. Wie denn? Die Entwickler müssen das preisgeben oder es muss halt irgendwo stehen, wo man das liest. In einem Wikipedia liest man das nie. Wieso gibt es jetzt eigentlich immer nur noch Wikipedia-Artikel oder Reddit? Man kann sich ja gar nicht mehr informieren über das Game. Also über die Unix und so. Die sollen so Homepages machen. Wieso macht das Last Epoch oder Eleventh Hours Games auch nicht, oder? Sind sie zu faul? Ja, sind sie zu faul. Ja, der Mensch ist schon überfordert. Der macht sich so viel Stress. Nur wegen ein bisschen Arbeit und so. Ja, okay, die anderen Fußball bei mir haben auch immer Arbeit. Hinweg ausweichen, das also Feuerschaden nehme ich mit, aber ich bin halt einfach so ein Wirbelwind. Yes. Schade, dass es halt bei mir immer wieder so zu Schwächenanfälle durch die Nerven kommt. Yes. Aber gut, man kann sich ja die Krankheit und alles nicht wünschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man ein Defizit durch Krankheit hat, ist man dafür bei anderen oder beim gleichen besser. So, dann haben wir hier 4 Verderbnis. Setzt abgeschlossene Echos zurück. Dann machen wir hier noch einen. Also wir haben Verderbnis 12. Hä, hatten wir nicht Verderbnis 8 oder 9? Also wenn man stirbt bei ihm, bekommt man doch Verderbnis. Hä? Nein, ich hatte, glaube ich, immer 12. Bei einem anderen hatte ich 7. Gemacht. Ich glaube, das war Ages of Dragon, weil ich ja in Age of Dragon auch noch das sehr deutlich bekomme. Also eben, es macht ziemlich viel Spaß, hier durch zu kämpfen. Es ist ja auch sehr anspruchsvoll. Und trotzdem wünscht man sich einfach immer ständig mehr. Man will einfach mehr, weil der Content nicht extremst Spaß macht. Man versucht, den Spaß zu finden, bekommt ihn aber nicht so sehr über, wie man ihn braucht. Es ist einfach, jo, jetzt gerade auf das Warten, bis die Gegner kommen und so. Einfach manchmal lame und ja, man ist zu fest dann gewöhnt. Es wird immer wieder geschrieben, dass Games immer gleich sein müssen, damit wir drinnen bleiben. Aber was macht das Spaß? Es macht keinen Spaß. Immer nur das Gleiche zu haben. Immer nur zu hören, wie mein PC fast in die Luft fliegt. Mann, muss ich jetzt echt die Grafik wieder runterstellen, ey. Irgendwann mal sieht man einfach gar keine Effekte mehr. Ja, wenn die das nicht auf die Reihe kriegen, bin ich halt weg von Last Epoch. Nein, ich hole mir einfach eine neue RAM, aber
Wie, wenn ich noch seit Anfang, Mitte, Ding, Januar kein Geld mehr bekomme, oder? Könnt ihr mir nicht mal helfen? Spende, bitte spende. Nein, natürlich nicht gezwungen. Bei mir werdet ihr nicht gezwungen. Schon wieder das falsche gleiche Zeugs. Jetzt hau ich mir einen Schlüssel. Schau mir einen Schlüssel. Einen Schlüssel ihn zu knechten. Ja, vielleicht bekomme ich ja das andere. Ein Ring wäre auch cool. Okay, immerhin wieder weniger zähe Gegner. So, hört jetzt auf zu reden. Ihr müsst nicht ständig irgendwas wissen. Einfach mal aufhören zu schreiben. Es gibt, glaube ich, nein, es gibt ES-Bates, die auf Mana, leeres Mana beruhen, wenn man leer hat hier. Zum Beispiel auch das Amulett, glaube ich, ist so, von der Vision. Aber wir wollen ja das Mana ausgeben können, nicht wieder auffüllen lassen. Ja. Hammerwurf, ne. Jetzt gerade macht es doch wieder ein bisschen mehr Spaß, aber es ist wirklich mühsam, so starke Bosse zu haben, wo man nicht weiterkommt und dann elendig grindet. Tja, ist halt so. So, im nächsten Part machen wir eben die Kampagne, denke ich. Bringt ja nicht viel, wenn wir das nicht machen. Und, ja. Ich wollte einfach warten, oder wir warten, bis wir das Devation Amulett haben, stimmt. Kommst du jetzt nicht herunter? Man zieht es halt wegen der Aura in. Das wir gehen uns nicht kämpfen. Was hat er Angst? Stachelschläge. So. Kiste. Und fast noch ein Level Up. Jetzt langsam geht's echt lange zum Level Up machen. Weil wir die Empower noch nicht so kommen können. Ja, ich muss unbedingt die anderen zwei besuchen. Ja, aber dann ist es wieder zu schwer im Monolithen. Empowered Monolithen. Ja, komm. Weiter grinden. So, wir gehen noch kurz zum Ding. Zum Ding. Okay, das kann ich nicht leveln. Yes. Take care. Zum Observatorium, genau. Schön. Gut. Dort haben wir jetzt Quests. Die wollte ich eigentlich schon lange machen, aber ist halt, ich glaube das hier. Ist halt ein bisschen untergegangen. Nein, da oben. Das kann ich mit diesem Charakter gar nicht machen, stimmt. Okay, dann müssen wir die Kampagne jetzt schon mal. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wo waren wir? Ja, jetzt müssen wir genau von hier runter noch gehen. Jo. So. Machen wir das gleich mal kurz. Das ist ja nur ein kleiner Abschnitt. Und die Gegner sind furz einfach. Kleine Fürze. Wie die Pets so langsam hinterherkommen. Hallo. Wo ist der? Hallo. Grüezi. Moin. Ja, moin. Tschüss.
Wie geil schnell wir sein können. Oh, mir ein. I see you have returned for the lance. Now it shall bear my final blessing. Tschüssikowski, danke schön fürs Zusehen. War witzig und jo, nächste Fahrt kommt sogleich. Tschüss. We have heroes. We must. You're right. We'll travel from Muddle, but we should get to the coast. There's a settlement south.